In Deutschland gelten 520 Tierarten und 512 Pflanzen und Pilze bereits als ausgestorben. Nun wurde eine neue bedrohte Art entdeckt. Der waschechte Bayer mit der wissenschaftlichen Bezeichnung Barbarensis holleradoliosis. Sein ursprüngliches Verbreitungsgebiet erstreckt sich über Oberbayern und Niederbayern und naja, mit ein bisschen guten Willen auch über die Oberpfalz und irgendwie halt auch über Franken. Und wenn man bis zum Äußersten gehen würde, dann in Gottes Namen auch noch ja, über Teile von Schwaben. Aber jetzt ist der Bayer vom Aussterben bedroht. Die Gründe hierfür sind vielfältig. So ist zum Beispiel durch eine Veränderung der Umwelt das natürliche Fortpflanzungsverhalten des Bayern massiv beeinträchtigt. Nicht nur die Zivilisation erweist sich als Störfaktor bei der bayerischen Fortpflanzung, nein, auch die Konkurrenz durch eingeschleppte Arten. Unter diesen eingeschleppten Arten ist eine besonders gefährlich, der Adonis musculosus. Und so häufen sich im freien Feld die Beobachtungen, dass der Barbarensis holleradoliosis während der Balzzeit dem farbenprächtigen Adonis musculosus im direkten Wettbewerb meist unterlegen ist. Aber nicht nur die Fortpflanzung stellt mittlerweile für den Bayern ein Problemfeld dar. Auch im Bereich der Nahrungssuche ist seine Existenz massiv bedroht. Bedingt durch negative Umwelteinflüsse werden die typischen Nahrungsquellen für den traditionell Fleisch- und vor allem vielfressenden Bayern immer knapper. Bitte schön, der Herr. Diese dramatische Situation hat uns auf den Plan gerufen. Den Bayerischen Bayernschutzbund Bayern. Geh her. Unterstützen auch Sie uns. Langes zu. Jawohl. Damit wir Bayern morgen auch noch mir sind. Der Bayerische Bayernschutzbund Bayern.